Kasten, der Firma Jerome Pickup Kasten sind gerade da. Also hier wurde jetzt kein Bodylift durchgeführt, sondern die komplette Achse hochkommt. Wenn man jetzt das Fahrwerk verbaut, müssen wir einen kleinen Schnitt setzen. Größer, länger, breiter. 15, 16, 17 cm sind wir dann höher, wie das Ding sehr hier ist. Wir machen jetzt die Bude zu. Die Bude. Bude. Nee, machen wir nicht. Herzlich willkommen bei der Firma TS. TS. Ich glaube Secret Tuning, weil jetzt kommt gerade Sonne raus, weil Bela da ist. Boah, ich sehe gar nicht. Wir machen heute Raptor. Wir machen heute Raptor. Mhm. Wir machen heute Raptor, weil wir haben heute Besuch. Oh, Besuch. Besuch. Die Jungs von der Firma Jerome Pickup Kasten sind gerade da, weil wir haben bei denen immer, oder wir bestellen bei, oh, 1, 2, 3, bam, wir bestellen bei denen ab und zu mal ein paar Teile für unsere Pickup-Geschichten. Herr, sagt ja schon der Name. Mhm. Ja? Und die Jungs haben uns heute oder bringen uns heute das Rouge Country Fahrwerk, was wir in den Raptor reinbauen wollen. Das heißt quasi dieses riesengroße, ich schneide alles kaputt und nehme alles hoch und Dingsbums Fahrwerk. Dazu bringen die noch ein paar Lightbars, noch ein paar kleine Würfelchen mit, weil die noch ein paar Halter testen wollen bei uns am Auto. Das können wir uns nachher mal angucken, was wir da vorhaben, weil wir machen so einen richtig schönen Weihnachtsbaum aus dem Auto. Geil. 7000 Lightbars, das heißt, wenn du abends da stehst und machst den Schalter an, da musst du eigentlich die Flugzeuge runterholen mit dem Ding. Ne? So, das testen wir jetzt mal aus. Dann, heute noch auf dem Schirm, ist sogar ein separates Video. Wir haben da noch so eine S-Tonne. Das wird auch noch mal gut. Das drehen wir aber nachher noch, das Video. Das heißt, ich werde meine Kulisse nicht wechseln. Ne? Brauchst du nicht. Und jetzt gucken wir mal hinter zu den Jungs von der Firma German Pickup Customs. Und schauen mal, was die hier so vorhaben. Dann wird das Fahrwerk eingebaut, nicht heute. Also es kommt jetzt alles in diesem Video. Und dann ist auch endlich mal Sense mit dem Raptor. Dann reicht's. Na, mal gucken. Ha? Mal gucken. Vielleicht noch ein bisschen springen und so. So ein Ausrastani-Video mit dem Ding. Ja. Das werden wir auf jeden Fall nochmal machen. Aber das wird, denke ich, mal ein separates. Ja, auf jeden Fall. Wo wir dann wirklich nochmal ins Gelände ballern. Weil da habe ich nämlich auch schon eine Idee. Wir werden mit dem Auto mit ein paar Freunden zusammen. Oh, hier Gebrauchtwagen, Alter. Wir werden mit dem Auto sicherlich bald mal auf eine abgesperrte Strecke fahren. Das ist ein richtiger Offroad-Park, wo du normalerweise auch LKWs versenken kannst. Und wir werden da versuchen, ob wir mit dem Auto dann auch da mal mitspielen können. Das wird auf jeden Fall noch mal witzig werden, denke ich. Hoffe ich, weiß ich nicht. Fall. Ach, das wird gut. Ja. Endlich mal groß sein, noch. Endlich mal groß sein. Ja, guck mal Kevin an. Oh. Hi. So, wie ihr schon mal mitbekommen habt, jedes Mal, wenn wir jetzt in der letzten Zeit ein Video drehen, ist immer das Ding auf der Bühne. Ja, man könnte jetzt denken, dass ich hier arbeite, aber jedes Mal, wenn ich hier bin, ist Samstag. Also. Oder Sonntag. Oder Feiertag. Ja. Oder irgendwas anderes. Na? Hier sind die Kollegen. Na? 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 So, das sind die Jungs von German Pickup Customs. Ihr macht, oder du machst, oder ihr macht, ne? Wir machen. Ihr macht, erzähl mal. Ihr macht mehr Teilehandel oder genau. Von amerikanischen Produkten für Pickups. Alles Mögliche, also hauptsächlich gerade die europäische Geschichte, was halt ja, Ford Ranger die Geschichte angeht, Nissan. Das ist ein riesengroßer Markt geworden, ne? Ja, Ford Ranger, oder? Wahnsinn. Also ich sag mal, das ist immer der Mädchen-Pickup, sagt man jetzt nicht, aber. Nee, also Ford Ranger, ich habe jetzt mitbekommen, seitdem wir auch jetzt in der letzten Zeit viel in diese Pickup-Bereiche gegangen sind, dass es wirklich ein riesengroßer Markt geworden ist. Ich meine, Ford F-150 Raptor eher weniger, aber sagen wir, normale F-150 Modelle sind hier deutsche Sache immer ganz krass geworden. Ja. Und der Ranger, finanzierbares Auto, spritsparend. Und da denkst du schon manchmal drüber nach, bevor du dir einen Amarok für 50.000, 60.000 Euro früher gekauft hättest, dann kaufst du natürlich vielleicht lieber so ein Ding und hast natürlich mehr Möglichkeiten, was zu machen. Und was speziell läuft da am besten so in dem Bereich momentan so? Ja, gerade Ford Ranger ist halt die Lightbar-Geschichte. Ne? Also alles, was Licht ist, die Leute wollen es hell haben. Ne? Also das quasi Licht? Ja, ja genau. Licht. Also alles, quasi das volle Ding. Ja, genau. Ja. Alles, was Beleuchtung geht, aber natürlich auch Höherlegung, Räder, Reifen. Ne? Also alles, was cool ist, Verbreiterungen. Ist natürlich da ein Riesenmarkt. Ne? Im Bereich jetzt Höherlegung zum Beispiel. Wir haben ja jetzt zum Beispiel von dir jetzt ein Fahrwerk bestellt gehabt, dieses Rouge Country, weil wurde ja gesagt, das ist ja das Fahrwerk, was in Amerika wirklich auch relativ häufig verbaut wird. Ich meine, es gibt immer noch viel, viel krassere Sachen. Du kannst ja bei Fahrwerken bis zu 10.000, glaube ich, ausgeben hier mit Verstellbar, Trainer der Hauptsache.
Wir haben ja sowas ähnliches schon mal in unseren alten Raptor drin gehabt. Wie die Höherlegung, die ihr jetzt am meisten verkauft, denke ich mal, sind, wo du jetzt aufschneiden musst, eigentlich relativ wenig geworden, oder? Ja. Die Spacer, oder wie macht das beim Ranger? Ja, da gibt es jetzt natürlich auch mit Eibach, die sind jetzt auch ein bisschen mit aufgesprungen auf den Zug. Da gibt es jetzt auch mit Teilen. Eingedeutscht, ne? So ja, genau. Natürlich halt für die europäischen Modelle. Ne? Also, ja. Nein, die haben natürlich auch einen Amerikan-Markt, ne? Aber das ist natürlich die Spacer-Geschichte, ist simpel, einfach, schnell. Haben wir jetzt auch schon mal einen Satz reingemacht gehabt, der Spacer. Klar, kannst du bei denen immer machen, darfst du natürlich mit dem Spacer nicht so hoch nehmen, weil das Problem ist, Antriebswelle, die geht dann so auf Knosch, sag ich jetzt einfach mal, dass du schon fast zum Testen war es jetzt mal okay gewesen, ewig rumkommen wollte ich jetzt nicht so wollen. Das Geile ist eben halt bei diesen Roach Country-Fahrwerken hast du eben halt den Vorteil, dass du echt lange, nochmal lange Arme dabei hast, lange Radlagergehäuse dabei hast, damit du die Welle auch ein bisschen entlastest, weil du ja wirklich dementsprechend den kompletten Rahmen nochmal wie so einen zweiten Achsträger, sag genau, ich mal, verlängerst. Genau. Ist eine geile Geschichte. Sowas läuft aber eher weniger oder kommt das jetzt auch so langsam? Es kommt. Mein Grad, wie du gesagt hast, ne? Also die US-Geschichte, die US-Trucks sind jetzt nicht so vertreten. Und gerade hier die europäische Geschichte, natürlich in Deutschland und Europa, da haben die sich verkauft. Ne? Also Ford Ranger, VW Amarok, da ist da natürlich die Nachfrage größer. Ne? Ja, aber auch das, die amerikanische Geschichte kommt immer mehr. Ne? Aber ihr macht only Offroad? Also Offroad, ja. Genau, alles, also was Offroad-Bereich ist. Also jetzt nicht nur Fahrwerke, ne? Wie gesagt, ganze Palette. Das, was der Kunde möchte, ne? Können wir anbieten. Ne? Okay, also habt ihr da dementsprechend auch, wie ich es dann auch gesehen habe, Online-Shop und so weiter und so fort. Und aber was ich jetzt mitbekommen habe, wo wir jetzt in Kontakt getreten sind, es gibt natürlich auch Sachen, die ihr vielleicht nicht im Shop habt, aber trotzdem vielleicht mal organisiert oder eher weniger. Oder genau. Ja, nee, machen wir auf jeden Fall. Man muss natürlich immer mit Lieferzeiten rechnen. Ne? Natürlich. Ist ja gerade überall so, weil du hast ja überall die Probleme. Ziel ist jetzt, du wolltest jetzt nochmal gucken, du hast ein paar neue Lämpchen. Genau, ich habe ein paar Lampen dabei von meinem australischen Hersteller. Mhm. Bin ich der Importeur in Europa dafür. Komplett in Europa, also. Genau, ja, also es gibt noch einen in England, aber die haben sich jetzt ein bisschen abgesondert. Und in Schweden, aber das sind europaweit die einzigen drei, wenn du es auf Kontinent ziehst. Und wie gesagt, ich mache Deutschland und auch alles um Deutschland rum bestellen. Okay. Die ganze Geschichte. Und genau, haben coole Sachen, gerade was Beleuchtungstechnischen angeht. Und da haben wir jetzt auch mal einen Halter dabei und wollen das jetzt natürlich für die US-Cars auch ein bisschen mit anbieten. Das heißt, ihr werdet euch jetzt ein bisschen hier mit vergnügen. Genau. Wir stellen jetzt den Raptor quasi hin. Die Jungs können hier mal das testen, was sie testen wollen. Wir selber werden ja auch so ein Ding reinbauen wollen hier. Und dann lasst euch einfach nicht stören. Ja? Wir toben uns ein bisschen aus. Tobt euch ein bisschen aus. Ihr könnt Löcher bohren, ihr könnt alles abreißen. Alles gut. Nein, das machen wir nicht. Alles gut. Nee, also wie gesagt, tobt euch aus. Na, dann gehen wir mal los. Dominik hat sich gerade so gefreut, dass sein Raptor hier drin steht, dass er einen kleinen Pups verloren hat. Wieso ist denn das so? Kennst du das? Oh. Kennst du Hausverbot? Ja. weiter im Video. Den Tag waren ja die Jungs von German Pickup Customs hier und haben unser Fahrwerk gebracht. Genau. So. Wir haben ja schon eine Höherlegung drin gehabt, wir hatten ja schon mal gemessen und gemacht und getan. Und jetzt bauen wir das Roach Country Fahrwerk rein. Da soll eine Höherlegung von 4,5 Zoll sein. Das ist sportlich. Ne? Das ist aber nicht einfach so mit dem Spacer damit getan, wie wir es jetzt da oben reingesetzt haben, sondern wenn wir das Roach Country Fahrwerk reinmachen, wird jetzt hier wirklich einiges gemacht. Ihr seht, wir haben hier schon ein bisschen was ausgepackt. Das ist ein ganz schöner Baukasten hier, das heißt, wir haben hier andere Aufhängungsteile. Dementsprechend kommen die theoretischerweise nochmal unter die Achse, quasi ähnlich wie so, hier drunter. Das heißt, sie sitzen dann quasi nochmal hier auf, also quasi, verstehst du, wie ich meine? Ja, ja. Und die Querlenker hängen dann hier in diesen Buchsen drin. Na? Das heißt, wir haben zwei Zusatzrahmen verbaut, einmal hier und einmal dort. Dann wird auch das Differential wird nochmal verlängert. Wo nochmal? Hier, oder? Hier kommt ein Rahmen drunter und hier und da vorne, genau. Na? Damit das Auto eben halt hochkommt. Des Weiteren, wir hatten es mal in irgendeinem Video, ihr habt euch diese Höherlegung, machst du ja die Antriebswellen kaputt. Prinzipiell ist es richtig, ja, weil das siehst du jetzt hier sehr, sehr gut. Dass das so hängt, ist ganz normal, das ist immer, wenn du die Autos ausfederst. Ja. Du siehst jetzt, wir haben jetzt hier nur einen Spacer reingemacht, haben die originale Antriebswelle drin und die ist schon ganz schön knackig. Ja, warte, ich guck mal von das hatte ich auch schon mal erzählt gehabt. Das haben wir im letzten Video die spannt schon ganz schön knackig hier. Mhm. Ja?
Natürlich ist es so, dass du relativ viel Druck auf der Eintriebswelle hast. Steht außer Frage. Jetzt musst du sehen, wenn das Auto wieder auf den Füßen steht, sieht das auch schon wieder ganz anders aus, die ganze Sache. Ja. Ne? Geht ja der Lenker auch ein Stückchen hoch. Die schicken natürlich bei so einem Umbaukit komplett andere Radlagergehäuse mit. Ihr seht, das Gehäuse ist größer, länger, breiter und so weiter. Dementsprechend haben wir dann auch auf der Antriebswelle nicht mehr ganz so viel Spannung drauf. Achso, da sitzt dann hier unten. Genau, der ganze Achsschenkel hier, der wird komplett ausgetauscht. Der Achsschenkel wird gegen den neuen Achsschenkel halt ausgetauscht. Ja. Und somit hast du hier einen längeren Weg. Die Antriebswelle ist nicht mehr ganz so knirsch und du kannst eigentlich recht vernünftig fahren. So, dazu musst du natürlich noch einiges anderes beachten. Du musst, ich glaube hier hinten, das Differential nimmst du irgendwo, das Verteilergetriebe hier. Hier machst du noch andere Halter dran, das kommt ein Stückchen weiter runter. Na? Mhm. Dann machst du noch einen Spacer zwischen die Antriebswelle oder zwischen diese Welle hier, damit die sich verlängert. Dann viel, viel Kleinkram, viel, viel Halter, viel, viel, weiß der Geier was. Wenn man jetzt das Fahrwerk verbaut, dann müssen wir einen kleinen Schnitt setzen. Das ist einfach so, sagen die Amis von vornherein schon. Du schneidest hier quasi ein kleines Stückchen Metall weg, also nicht viel, weil das ersetzt wird durch diesen großen Träger dann am Ende des Tages. Ja. Und dann ist das eigentlich so, wie es sein soll. Also es sind, ich glaube, 4-5 cm, die du wegnimmst vom Blech. Aber hier sieht man auch die Aussparung nur von dem hier, wo denn dieses Differential. Genau, das sitzt, ist jetzt, genau, in dem Lenker sitzt ja dann dieses Differential tiefer. Genau. Ein Stückchen. Ne? Da hast du andere Halter mit dabei, damit du das ein Stückchen, ich glaube, das sind sogar die hier, damit du das ein Stückchen runternehmen kannst. Mhm. Und also es ist jetzt kein Einbau von 5 Minuten. Mhm. Ne? Aber wiederum sprechen wir jetzt auch von einer Höherlegung von 4,5 Zoll. Wir können das nochmal angucken. Auf der Hinterachse zum Beispiel. Hinterachse ist relativ easy. Also, vor allem, das sieht so krass aus, wenn man hier steht, denkt man, die Achse ist abgesenkt. Oder? Naja, die machen das oder anders. Das ist ja so gehandelt. Wir wollten ja, wie beim letzten Raptor, da war ich ja auch komplett zufrieden gewesen, wollten wir halt den Fox-Dämpfer hier behalten. Mhm. Ja? Ich fahre das Fox-Fahrwerk echt gerne. Also du hast eine vernünftige Performance und das passt halt alles. Ne? Hinten haben sie es relativ easy gelöst. Die verlängern halt den Dämpfer mit einer Adaption, mit einem Winkel, mit einem Blech, wie auch immer. Ja. Ne? Dass der Dämpfer ein bisschen mehr Weg hat. Ansonsten arbeitest du größtenteils eigentlich hinten mit diesen Hinterachsspacern. Ne? Mhm. Oh, das sind ganz schöne Kravenzmänner. Jetzt musst du aber eins sehen, guck mal, das sind die Spacer hier. Die hier, das waren schon die mit der Höherlegung gewesen. Mhm. Das heißt quasi, die Originalen, die ich rausgenommen habe, die gingen bis hier ungefähr. Ja. Das ist jetzt schon der mit der ersten Höherlegungsstufe, wo wir jetzt gefahren sind. Und das ist der mit der jetzigen Höherlegungsstufe. Und wenn du jetzt einfach mal guckst, das ist schon mal noch ein kleines Stückchen. Ne? Ja. Also, da ist noch mal ein bisschen was passiert. Dann verlängerst du hier die kompletten also die ganzen Bremsleitungshalter mit, damit die nicht so knirsch dastehen. Also es ist schon ein bisschen was du hier umändern musst. Aber das haben die auch alle schon mit bedacht. Ich glaube, Bremsleitung, sowas bleibt alles soweit. Also dann, ich glaube, hier, die muss man dann noch irgendwie ändern. Mhm. Dass die hier nicht irgendwo anhauen und dann hast du es eigentlich soweit. Also vier Werte höher würde ich auch nicht gehen. Also ich sag mal, würde es denn noch höher gehen? Boah, die Amis, die bauen ganz viele verrückte Sachen. Ja gut, jetzt mal wirklich ausgenommen. Aber von zum Fahren her, also ich sag mal, das ist jetzt noch eine Sache, wo du auch Performance hast. Also wo du jetzt noch ein bisschen fahren kannst mit dem Auto. Und dass du Angst haben musst, du überschlägst dich, denke ich mal. Weil das haben die auch echt schon auf dem Gelände getestet und ich habe auch nur Positives über den Hersteller von gehört. Wenn du jetzt richtig krass drauf sein willst, da gibt es natürlich Dämpferkits von Amerika, wo du hier eben auch den Fox-Dämpfer ersetzt, dann hast du eben hier irgendwie noch die Härteverstellung hier oben. Ach stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Da gibt es ja Fahrwerke für 7, 8, 9, 10.000 Euro. Ja, das brauche ich ja auch nicht. Nee. Ja. Und wie gesagt, da muss ich sagen, auf der Straße fährt sich das Fox-Fahrwerk echt mega. Das stimmt. Ja. Also ich bin gespannt, wie er steht. Also ich meine das Auto. Ja. Und mal sehen, wie lange Felix hier beschäftigt ist. Ich hoffe mal, dass wir morgen vielleicht durchgezuppelt kriegen. Du hast jetzt natürlich immer viele Aspekte, die auch passen müssen. Ne? Das ist halt so, wenn du jetzt zum Beispiel hier siehst, wenn du jetzt hier den ganzen Spaß auseinanderbaust, ne? Ist es ja auch so, du musst hoffen, dass die Radlager rausgehen. Also die würde ich jetzt nicht unbedingt neu machen, die hatten jetzt keinen Vergang gehabt. Das heißt, die Radlager raus, hoffen, dass alle Schrauben soweit gängig sind. Wobei ich jetzt hier sage, das Auto hat echt einen relativ guten Zustand. Da sollte man Glück haben, aber da haben wir schon verrückte Sachen im Teil gesehen. Gucken, dass alle Buchsen soweit noch mitmachen und halten und machen und tun. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein, das Auto nach oben zu kriegen. Ja. Vorteil ist eben halt, du musst jetzt hier nicht viel verlängern oder beziehungsweise du musst jetzt hier nicht viel an Schläuchen verlängern oder sowas. Bei manchen, wenn du jetzt Bodylifts machst, musst du ja Schläuche verlängern, dadurch, dass das komplette Chassis, also das heißt quasi die komplette Karosse kommt ja hoch.
Also das ganze Chassis mit. Der also auch richtig mit. Die Bodenfreiheit. Genau. Ja. Das ist jetzt kein Bodylift, wo du jetzt die Karosse hochnimmst, sondern hier änderst du quasi die Bodenfreiheit von diesen ganzen Aggregaten um circa, was sind 4,5 Zoll, 12, 13 Zentimeter ungefähr. So, und dann kannst du ja rechnen, da bist du circa mit den Reifen nochmal. Da hatten wir ja schon mal gerechnet im letzten Video, es waren fast 15. 15, 16, 17 Zentimeter sind wir dann höher, wie das Ding sehr hier ist. Ja. Na? Schön. Sie platt weiter. Dann, achso, ich habe das auch schon geklärt. Ich habe mit meinem Freund Markus gesprochen. Wenn wir das Auto fertig haben und mal Zeit haben, dann fahren wir auch mal auf die Strecke mit dem Ding. Jawohl. Er kommt mit seinem Buggy mit und dann drehen wir mal durch. Geil. Das wird, denke ich mal, nochmal witzig werden. Gut, wir basteln jetzt noch ein bisschen weiter. Ich bin gespannt, wie das Ding zum Schluss dasteht. Dann sehen wir uns. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Tschüss. Tada. Tada. Ich wollte jetzt schon wieder sagen, herzlich willkommen, aber es ist ja gerade nicht herzlich willkommen, weil wir sind ja eigentlich noch im Video, was wir angefangen haben. Jetzt bin ich auch ein bisschen durcheinander, weil wir waren noch in der Werkstatt gewesen. Wir drehen gerade so viele Videos hier alles auf einmal, weil wir sind jetzt gerade aktuell in Italien auf der Soga. Also noch sind wir nicht auf der Soga, aber zum Soga-Event. Und jetzt wollen wir nochmal die Zeit nutzen. Die Jungs von Fossen sind gerade hier und machen hier noch einige Autos, die gerade geshootet werden. Was wir jetzt an den Raptor eigentlich noch verändert haben. Jetzt seht ihr ungefähr grob, wie steht das Auto circa da? Was bis jetzt geschah? Was bis jetzt geschah? Was bis jetzt geschah? So, wir haben jetzt mal die 22 Zoll Pfostenräder draufgepackt. Mhm. Ohne Offroad-Stolle. Ich wollte auch die Offroad-Stolle drauf machen, aber für den Weg nach Italien hier runter mit der Offroad-Stolle, da kriegst du einen Tinnitus in der Karre. Ja. Was wir aber dann später nochmal zeigen werden, ist die Lashanti-Felge, die wir vorher drauf hatten, die machen wir jetzt mal auf den Offroad-Reifen, auf so ein richtiges Cravallo-Ding sozusagen. Ne? Ja, aktuell 22 Zoll mit 37er Reifen, also 37 Zoll Reifen. Auch das Rad sieht bei dem Auto wirklich sehr, sehr schick aus, finde ich, oder? Auf jeden Fall. Also kann man sich jetzt wirklich nicht verstecken, muss man sich nicht damit verstecken. Jetzt aber der Punkt Höherlegung. Wir können das vielleicht jetzt einigermaßen gut zeigen, was hier basiert ist. Kommt mal mit. So, ja, perfekto. So, jetzt seht ihr mal den ganzen Umbaumechanismus. Ihr seht, am Anfang hatten wir ja nur diese Spacer oben verbaut gehabt. Also quasi die Dinger, die oben dazwischen kamen, um das Fahrzeug anzuheben. Jetzt wiederum ist es so, dass wir ja jetzt eine komplette Fahrwerkskonstruktion drunter haben. Sieht man leider davon, der Dämpfer wurde verlängert. Also wir wollten auf dem Fox-Dämpfer bleiben. Hier ursprünglich, hier hing der Querlenker, dieser hier. Der war hier montiert gewesen. Ja. Na? Jetzt gab es bei dem Fahrzeug einen Zusatzrahmen, den ihr hier seht. Damit die ganze, also hier wurde jetzt kein Bodylift durchgeführt, sondern die komplette Achse hochkommt sozusagen. Mhm. Ne? Also beziehungsweise die komplette Karosse mit hochkommt, mit allen drum und dran, mit allen Aggregaten. Dazu mussten wir natürlich auch andere, sag schon, wie heißen sie? Radlagergehäuse. Diesen ganzes Stückchen länger hatten wir aber, glaube ich, auch schon mal gezeigt gehabt. Ja, ja. Ne? Jetzt seht ihr aber auch, dass, wenn ihr euch an vorher erinnert, die Antriebswelle stand ganz schön knirscht. Genau. Kannst du dich erinnern? Stimmt ja jetzt. Das ist jetzt alles weiter hochgerutscht, damit du die Dinger nicht die ganze Zeit platt machst. Mhm. Ne? Das war halt sehr, sehr wichtig gewesen. Und da hinten haben wir ja diesen, wo wir ein bisschen was ausschneiden müssen. Genau. War. Hier hinten ist noch ein zweiter Zusatzrahmen, wo die ganzen Halterungen dran sind fürs Differential. Sieht man hier, wenn man da durchleuchtet. Siehst du jetzt das Differential irgendwo rumhängt? Das Verteilergetriebe ist da. Das ist ja auch weiter verändert worden. Ah ja, stimmt. Ne? Also das ist auch komplett runtergekommen, oder beziehungsweise anders gelagert worden, damit das alles sozusagen funktioniert. Plus der hintere Rahmen. Mhm. An dem hinteren Rahmen ist es so, wenn man den montieren will, muss man an dem alten Rahmen ein Stückchen was wegschneiden. Ne? Das geht leider nicht anders. So, und das ist jetzt quasi eine komplette Höherlegungsoption. Das ist nicht in 5 Minuten erledigt, das ist sehr, sehr viel Schraubarbeit. Hier war ja auch alles raus gewesen, was man sich nur vorstellen kann. Aber das Resultat am Ende des Tages, das Auto ist ja nochmal wesentlich höher gekommen, wie wir es jetzt die letzten Mal gezeigt haben. Ne? Also der hat jetzt halt diesen richtigen Bacher-Style, war das der halt so vorne. Der hat diesen Bacher-Style. Das ist jetzt für das nächste, das sieht man jetzt nicht so richtig. Nee, jetzt wir sehen es jetzt hier, wie er ein bisschen einknickt. Ne? Hier ist er so ein bisschen relativ weit oben. Und hier knickt er halt ein bisschen weiter runter. Und jetzt können wir uns auf der anderen Seite mal angucken, wie er hinten steht. Weil hinten ist er jetzt ein bisschen ausgehoben sein, sieht man ja auch. Ja. Ja, genau. Also, hier ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Wir haben quasi den Dämpfer verlängert. Unten mit einer Halterung. Ne? Das hat man ja schon gesehen. Genau. Ja. Und jetzt kamen nochmal höhere Klötze dazu. Also nochmal, dass die Blattfeder noch ein bisschen höher gelagert wird. Um einfach die Höhe hinzukriegen. Wenn das Auto jetzt gerade steht, hat das Auto visuell wie so einen ganz leichten Hängearsch. Ja. Das ist jetzt so eine Geschmackssache. Also ich hätte gerne, dass es rundherum gleich hoch ist.
Aber gebaut wird es eben halt so, dass dieser Arsch so ein bisschen abfällt, weil das dieser Bacher-Style ist. Wenn du jetzt diese Bacher-Autos siehst, die gucken ja immer mit dem Arsch hinten so ein bisschen nach unten. Also kann man damit leben. Ich meine, es wäre jetzt auch ein einfaches Ding, sage ich mal, zu sagen, wenn man sagt, man nimmt so eine Klötzer und lässt die sich nochmal bauen mit einem Zentimeter mehr oder mit anderthalb Zentimeter mehr, dass da hinten noch das ein bisschen ausgleicht. Mhm. Das ist halt, denke ich mal, kein tragisches Thema. Mittlerweile muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn er so gewaschen hier steht, finde ich das Auto wirklich richtig, richtig schick, auch in diesem Grau. Also wir werden jetzt noch eine Weile warten. Wir haben ja eh keine Zeit, das Ding zu folieren. Aber wir sind uns auch alle noch nicht so richtig einig, was für eine Farbe überhaupt ist. Nein, also wenn es eine Farbe wird, ich bin schon, also die Richtung wäre Dreckschwein-Look. Also ja. So entweder Oliv oder dieses Badass Brewster oder vielleicht auch so ähnlich wie der Touareg zum Beispiel war. Ja. Ne? Dass ich an den Touareg erinnern kann, die Farbe auf dem Auto drauf, könnte ich mir super vorstellen. Ja, mega. Ne? Wie gesagt, verwenden tun wir jetzt zwei Radsätze, also wir können halt immer mal austauschen. 22 Zoll mit 37er Reifen, mit einer, so einer, ich nenne es mal Halbstolle. Mhm. Und dann gucken wir uns aber jetzt demnächst auch mal an, die 20 Zoll mit der Vollstolle drauf. Wir müssen halt nur eins sehen, die Räder passen jetzt ohne Probleme drunter, deswegen haben wir jetzt auch wieder diese Gummilippen abgemacht, die wir vorher drunter gemacht haben, damit die abschließen. Wenn wir jetzt natürlich die andere Felge wieder drauf machen, mit diesem Offroad-Profil, guckt die natürlich extrem weit drüber, ne? Also mit dem Reifen dann zusammen. Dass natürlich dieser Gummi nicht die ewige Lösung sein soll, das wissen wir alle. Und aktuell können wir aber erst das andere Rad wieder komplett finish montieren, wenn wir diese breiten Fender haben. Wir haben andere Fender bestellt, die nochmal locker so, ich sag mal so 4 cm aufbauen. Und dann können wir dann auch einigermaßen das andere Rad überdecken. Wir sind jetzt mit dem Auto bis hier runter nach Italien gefahren. Es fährt sich wirklich sehr chillig eigentlich. Ne? Also jetzt nicht irgendwie große Schlacke, groß wackeln, du fährst das Ding wie ein PKW. Der Reifen ist extrem laufruhig, also perfekt. Ne? So viel erstmal zum Raptor. Ich denke mal, der Umbau hat sich erstmal gelohnt. Ich habe was vergessen. Ja. Immer meine Spielereien, das haben wir gestern Abend ausgetestet gehabt, wo wir mal Richtung zum Hotel gefahren sind. Ich habe noch ein paar Leitbars verbaut. So, die sind geil. Die dürfen nicht fehlen. Die dürfen auf jeden Fall nicht fehlen. Wir haben hier, das ist eben eine coole Sache, wir haben hier vorne eine Curve Leitbar genommen. Das Geile ist, wenn du jetzt von der Seite guckst, die schmiegt sich halt schön der Stoßstange eben halt an. Warum haben wir das jetzt aktuell hier vorne drauf gebaut? Ich fand das einfach mal geil, weil du kannst es bei dem Auto zeigen. Ich habe das jetzt bei vielen Ami-Raptor-Fahrern gesehen. Die haben die Leitbars drauf, feuerfrei. Fand ich total mega. Ja. Ne? Dann haben wir noch sind die geklebt oder geschraubt? Geschraubt. Oder? Die werden draufgeschraubt. Ne? Die bleibt auch drauf. Ja. Also finde ich geil. Dann haben wir dazu noch hinten natürlich auch unseren auf unseren Lampenbügel auch noch eine draufgehauen gehabt. Jawohl. Das Geile bei dem Auto ist, das muss man auch schon mal sagen, bei dem Ami, wen es interessiert, wie eine Gazelle bin ich hier reingesprungen. Ja. Es sind gerade hier in Italien geschätzte 7000 Grad. Mhm. Ne? Also das ist Wahnsinn. Das Geile, was man sagen muss, die Schaltpanels, die du hier oben siehst, diese AUX-Schalter, die sind bei den Amis schon serienmäßig mit drin und nicht belegt. Ach so, also kannst du die quasi da drauf anklemmen? Die haben quasi schon extra dafür vorgerüstet, weil die wissen, jeder, der so ein Ding fährt, die hauen sich da eine Festbeleuchtung dran. In dem Fall ist es so, wenn ich jetzt so die Schalter anmache, pup, AUX 1, müsste jetzt glaube ich die obere oder die untere Leitbahn gehen, ich weiß jetzt gar nicht. Und doch anscheinend. Und bei AUX 2 geht dann quasi die vordere Leitbar an. Ne? Mach mal aus. Nochmal an. Ja. Aber das wäre eine Sache. Ich glaub, das müssen wir mal im Dunkeln zeigen. Das müssen wir nochmal im Dunkeln zeigen. Vielleicht machen wir es heute Abend noch. Ja, beamt ganz schön. Das beamt ganz schön. Ich bin gestern auf den Kreisverkehr zugefahren. Da standen übelst viele Leute. Hast du gedacht, da landet jetzt gleich ein Helikopter oder so. Ja. Das war schon ziemlich witzig gewesen. Ne? So viel zum Thema Raptor. Ich liebe das Auto, weiß ja jeder mittlerweile. Und wie gesagt, das nächste Video, was wir dann machen, lasst euch da mal überraschen. Dann sind wir wirklich aktuell mit dem Auto auf Piste und rasten wirklich mal ein bisschen mit aus und gucken mal, was wir mit dem Ding so machen können. Und dann saugen wir noch mal richtig ein. Ja. Ja. Ciao.